Fahrt ins Blaue. Siebter Kurzkrimi aus der Reihe der Hannover Kurzkrimis mit den Krimitanten durch das Jahr. Jeden Morgen dieselbe Routine. Er stand im Dunkeln auf, tappte verschlafen in die Küche, bereitete die Kaffeemaschine vor und schaltete sie ein. Verschwand im Bad und während es draußen hell wurde, machte er sich fertig. Sauber, wohlduftend, frisch rasiert und gestylt, kam er dann, nur mit einem Handtuch um die Hüften, wieder aus dem Bad, zog sich im Schlafzimmer an und kehrte in die Küche zurück für die erste Tasse Kaffee zum Frühstück. Sein Blick ging auf die Uhr, dann auf sein Smartphone und dann schaltete er das Radio ein. Merkwürdigerweise erwartete er jedes Mal den Polizeifunk und war ganz enttäuscht. Nur den Smalltalk der Radiomoderatoren oder das Gedudel der Musik zu hören. Zum wiederholten Male überlegte er, wie er sein Radio mit dem Polizeifunk koppeln konnte. Warum war er eigentlich so besessen davon? Es hatte auch schon andere Zeiten gegeben. Schönere Zeiten, bei denen er nicht gleich mit dem ersten Augenaufschlag an seinen Dienst dachte. Als er verheiratet war zum Beispiel, galten seine ersten letzten Gedanken des Tages seiner Frau, die ihn in allem, was er tat, unterstützt hatte. Er seufzte leise, während er sich Kaffee einschenkte, lauschte nur mit halbem Ohr den Nachrichten. Die Erinnerungen an sie und die Zeit mit ihr lagen weitgehend im Dunkeln. Er verdrängte vieles davon, besonders ihren Tod. Er schüttelte den Kopf, als könne er die Gedanken und Bilder dazu abschütteln. Nein, sagte er sich, ich will nicht mehr daran denken. Manchmal funktionierte dies sogar. Als er so vor sich hin starrte und darüber grübelte, was er heute unternehmen könnte, überkam ihm das Bedürfnis, ans Wasser zu fahren. Für das Steinhuder Meer war ihm die Fahrt zu lang, obwohl dies auch ein schönes Ausflugsziel war. Er wollte aber lieber in der Stadt bleiben, falls ihn die Kollegen doch kurzfristig brauchten. Der Maschsee lag am nächsten zu seiner Wohnung, doch wollte er auch mal etwas anderes sehen. Ihm kam der Silbersee in Langenhagen in den Sinn. Einfach mal für ein paar Stunden raus, am See entlang spazieren, frische Luft schnappen und die Seele baumeln lassen. Zumindest, soweit er es selbst zulassen konnte. Mit seinem Geländewagen, der seinem Dienstfahrzeug in Amerika nachempfunden worden war, fuhr er von der Marienstraße, in der er wohnte, über die Berliner Allee, Hamburger Allee, über die Hochstraße und so weiter, bis er an den See kam. Als er ans Wasser kam, fiel ihm sofort der Wachturm der DLRG, Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, auf, unter deren Obhut der See stand. Dieser Beobachtungsturm stand früher einmal zur Verkehrsüberwachung am Verkehrsknotenpunkt EGI. Er ließ seinen Blick über den See schweifen, dabei musste er plötzlich an einen Buchtitel von Karl May denken, »Der Schatz im Silbersee«, und er fragte sich, ob schon ein paar Abenteurer hier nach einem Schatz getaucht sind. Da zuckte er jäh zusammen, als jemand seinen Namen brüllte. Eine Gruppe von jungen Sportlern waren im militärischen Laufschritt unterwegs. Ein Anführender vorneweg, der sie im Singsang anfeuerte, und sie antworteten im Chor. Hey, yo, Captain Jack, hey, yo, Captain Jack, bring me back to the railroad track, bring me back to the railroad track. Zum Captain hatte es bei der Polizei noch nicht gebracht. Etwas weiter vor ihm, am Sandstrand, war für die Kinder ein Holzgerüst zum Klettern und Bespielen in Form eines Schiffswracks aufgebaut. Und er schmunzelte bei seinen nächsten Gedanken. Mit einem Piratenkapitän namens Jack hatte er auch nicht viel gemeinsam. Run.
Ruckartig fuhr er herum und sah entsetzt ein Auto auf sich zusteuern. Es hatte irgendwie einen Fahrweg zum See gefunden und er war gerade am Wachturm vorbeigerollt. Jack versuchte einen Blick auf den Fahrer und die Insassen zu werfen und bekam gerade noch mit, dass der Fahrer bewusstlos nach vorne kippte und die Beifahrerin leblos zur Seite geneigt hinter dem Anschnallgurt hing. Das Fahrzeug beschleunigte. Jack konnte noch zur Seite springen und der Wagen fuhr ungebremst weiter ins Wasser. Er richtete sich sofort auf und sah die Rettungsbesatzung aus dem Turm stürmen. Einer kam auf ihn zu und die anderen sprangen dem Auto hinterher. Diese Fahrt ins Blaue endete in einem silbernen See.